Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Bayern will Gesichtserkennung als Fahndungsmaßnahme ausweiten. Seit fast 10 Jahren nutzt das Bayerische Landeskriminalamt biometrische Gesichtserkennung, um Tatverdächtige zu ermitteln. Das Innenministerium will die Fahndungsmethode ausbauen. Durch biometrische Gesichtserkennung konnten im Freistaat im vergangenen Jahr 82 Tatverdächtige von der Polizei ermittelt werden. Offen blieb zunächst, ob den Verdächtigen im Nachhinein auch wirklich immer eine Straftat nachgewiesen werden konnte. EU-Gremien einigen sich auf Pflicht zur Drohnenregistrierung. Gefährliche zivile Drohnen und ihre Betreiber müssen sich in der EU künftig behördlich eintragen lassen. Die Datenschutzbestimmungen werden verschärft. Darauf haben sich Unterhändler aus dem EU-Parlament und dem Rat verständigt. Betroffen sind vor allem Drohnen, die Menschen oder die Umwelt stark gefährden könnten. Dies bezieht sich etwa auf Risiken durch Abstürze, aber auch auf den Schutz der Privatsphäre Dritter oder der allgemeinen Sicherheit. Weltgrößter Akku in Australien eröffnet. In Südaustralien wurde am Freitag der größte Akku der Welt offiziell eröffnet. Die von Tesla gelieferte Anlage ist das Herzstück der Hornsdale Power Reserve und besteht aus hunderten Powerpack 2. Gemeinsam speichern sie bis zu 129 Megawattstunden und leisten bis zu 100 Megawatt. Gespeist wird der Lithium-Ionen-Akku aus Windrädern der Hornsdale Wind Farm. General Motors will Roboter-Taxis in 2 Jahren in Betrieb nehmen. Der US-Autokonzern General Motors drückt bei selbstfahrenden Autos aufs Tempo und will bereits im Jahr 2019 Roboter-Taxis auf die Straße bringen. Der Zeitplan basiere allerdings auf aktuellen Fortschritten der Technologie, räumte GM ein. Der Konzern bringt damit ein früheres Datum als viele Rivalen ins Gespräch und könnte sich nach Einschätzung von Experten an die Spitze der Entwicklung setzen. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.